zusammen, wir sind wieder der Michi und der Harm und wir nähern uns hier gerade einem Bären oder der Bär nähert sich uns. Ja, moin zusammen. Das war jetzt aber ein anderer aus der anderen Richtung. Oh, ein Steg. Nee, eine Brücke. Ach. Ja. Die Hunde gehen wieder da ins Wasser, wa? Komisch, ne? Die hat sich damit Brücken. Brücke kann gar nicht breit genug sein. Oh, wie meine Munition wird nachkommt. Ich sag es dir. Passiert. Der läuft unter Wasser, ne, jetzt schwimmt er. Deine Schrotkugel kannst wegschmeißen. Ja, die trocknet wieder mit dem Bunsenbrenner, hab ich schon gesagt. So, hier ist die Größe dabei, die meinte. So, gucken wir mal, ob wir den Grizzly sehen. Oh ja, hier sind wir sicherer Entfernung. Ja, das wäre ja gut jetzt, ne? Ja. Jo. Aber leider nicht. Kann man ja leider nicht callen. Hey. Hunde sind immer noch im Wasser. Ja, meiner ist sowieso nur eine Wasserratte. Ja, meine Munition kann ich vergessen. Hätte es retten können, hätte die Reißverschlüsse zugemacht. Ah, jetzt kommst du nicht raus, wa? Du hast ein Problem. Hallo. Hier, guck, das meiner kann das, der ist raus. Ach nee, war wohl nichts. Ja, ne? Spocky. Und mir hat man versprochen, vulkanische Hunde sind intelligent. Ich halte schön gerutscht. So, wir wollten ja zum Bockhaus, ne? Jetzt müssen wir die Seite langlaufen. So. Direkt mal hinter den Bären brauchen wir nicht herrennen. Den werden wir doch, würden wir wohl einholen, aber... Ja, irgendwie glaube ich, dass uns heute noch einer mehr begegnet. Da kannst du von ausgehen, ja. Da in der Nähe vom Blockhaus ist immer was los. Schwimmen die jetzt quer durch den See? Ja, natürlich. Aber wirklich schräg durch, hinten vom Blockhaus. Wo ist ein Spock? Weiß ich nicht. Wo hast du ihn verlassen? Deiner kommt schön schräg durch den See hier. Bock, andere Seite. Nee. Der Hund, da geht nicht, das ist Geländer, du musst. Naja, intelligente vulkanische Hunde, ne? Wieso? Und dieser ist deutsch. Meiner ist auch gar nicht zu sehen.
Der ist noch hinten auf der Insel. Bär. Wo? Wie? Weiblich. Ich nichts gehört. Auf 8 Uhr. 8 Uhr, nee, wir haben 20 vor 11. Ich versuche da mal einen Punkt hinzusetzen auf der Karte, warte mal. Jetzt höre ich es auch, ja. Gut, dann brauchen wir keinen Punkt mehr setzen. Weibchen. Das sieht der wovon gerade eben sein. Ja, den gucken wir noch mal. Da kommt eine rote Tasche an. Oh, also jetzt am Schwimmen, ja, oder? Ja. Revolver habe ich geladen. Revolver habe ich geladen. Geladen habe ich den auch. Hab nur noch nicht in der Hand. Ne, in der Hand habe ich ihn aber nicht. Der muss auf dieser Seite sein. Und ich hoffe, ihr macht euch zu genug zu meckern. Ah, die sind hinter uns, die gehen gedockt, also meiner dauert eine Weile, bis er da ist. So, in Notwehr darf geschossen werden, Jo, wa? Ja, klar. Wenn wir dann noch anfangen zu diskutieren. Meint er mich oder meint er dich? Hey, Hunde sind doch schon da hier. Der macht jetzt mal Platz hier. Sieh ihn. Was? Sieh den Bären. Du siehst ihn, ich noch nicht. Geht aber von uns weg. Ah, jetzt ist er hinter dem Baum. Mist. Ich gehe mal drauf zu. Bin jetzt mal ganz mutig. Okay. Ich gebe dir Rückendeckung. Leb wohl, Michi. Ah, ich gebe dir Rückendeckung. War schön mit dir. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Wenn er nicht flüchtet. War es ein Weibchen oder ein Männchen? Weibchen? Also hat uns noch nicht bemerkt. Also ging noch ganz friedlich. Hier beim Baum habe ich es gesehen. Weiter rein. Er kommt. Ich habe mal eingeblendet, aber ich sehe ihn nicht. Ah! Ja, mich hat's erwischt. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Wo liegst denn du denn überhaupt? Ich stehe schon wieder. Ach so. Der ist da aus Duslange Gras, den konnte ich nicht sehen. Nee, ich habe die Einblendung bei den Bäumen gesehen. Und ich habe wohl drüber weggeschossen. Ich habe den zu spät. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Gerade eben beim Wegrennen habe ich gerade so einen braunen Rücken gesehen. Aber das war's auch. Und ich wollte jetzt nicht blind in die Bäume schießen. Der hat da sicher aufrecht drin gestanden, aber... Ich konnte auch keine weiße Umrandung sehen. Ich habe hier noch nicht mal eine Spur. So, das war meine letzte Mullbinde. Ja, der ist doch sicher von uns weggeflüchtet. Also gehe ich mal von aus, dass diese Richtung die richtige ist. So richtig, ja. Ich habe ihn ja den Rücken gesehen. Ja, also. Diese Richtung geflüchtet.
Aber wie gesagt, ich habe ja nicht mal eine Spur. Eine Fährte. Nee. Das muss ich mir nachher nochmal in der Aufzeichnung angucken. Das ist ja interessant. Oh, hier hab ich eine, ja. Ach, da unten stehen auch schon wieder Häuser. Das ist eine sehr bewohnte Gegend hier. Bestimmt. So, wir sind ja fast wieder da, wo wir hergekommen sind. Oder? Nee. Nee? Nein. Flüchtend. Da hinten zwischen den Bäumen? Da ist auch gerade gucken, ob man den eventuell sieht. Ja, es ist nur ein Schatten. Schade. Ja, da gehen wir einfach mal kurz weiter. Naja, klar. Uhr weg. Die ersten Punkte werden sowieso weiter auseinander liegen. Da ist er. Andere Seite. 160 Meter am Hügel da. 160 Meter, das ist was zum Hinlegen. Hä? Hä? Ah, nee. Ja, ich sehe ihn, aber nee, hinlegen geht nicht. Hm. Ich liege hier auch. Ich versuche mal mein Glück. Oder bist du dran? Oder bin ich da? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, schieß mal. Der hat dich ja auch platt gemacht. Ich glaube, das war ein saumäßiger Schuss. Ja, getroffen hast du aber. Mist, mit der 300, da muss ich immer lange nachladen hier. Wo ist er? Okay. Jetzt kommt entweder das weggezupft oder er liegt. Ich denke mal, der wird weggezupft sein. Baumspitze, da mache ich mal. So, Hunde, jetzt konnte er endlich mal was tun. Mach da mal einen Punkt hin, die Ecke da. Ja, jetzt bin ich auch hier mal, da bin ich mal gespannt. Links rum oder rechts rum? Das ist scheißegal, wa? Wir können uns ja aufteilen. Ja, leb wohl. Okay. Ja, Regen war ja klar. Im Liegen konnte ich nicht und im... Komisch, ich habe jetzt 250 jetzt so über... Ja, 260 Schuss gemacht. Man zittert immer noch weiter. Komisch. Hier ist auch noch eine andere Grizzly-Spur. Nicht, dass wir jetzt den falschen genommen haben. Ja, da muss man rechnen. Haben wir wieder einen Unschuldigen angeschossen. Ja. Mein. Boah. Das arme Tier wieder. Mein. Also. Ja, der war wohl nicht viel Unterschied, wa? Wieso? Da welche Strecke kürzer ist und so, ne? Ach so. Das ist nicht der, den wir hatten. Das war der andere. Das war ein anderer. Ach, der arme unschuldige Tier. Ich hab Körper, oder?
andere Hund, komm, tu was. Achso, das sind noch Subtreter hier. Ja, Mr. Spock, dann zeig mal, was ein vulkanischer Hund kann. Friede sei mit dir. Ah, ich glaube, der liegt da oben, oder wie auch schon. Er rollt gerade wieder den Berg runter. Ja, Hund, kommt. dann brauchst du nicht mehr. Er kommt uns entgegengerollt. Ja, das ist ja mal ein freundlicher Bär. Mal gucken, ob ich ihn noch aufhalten kann. Dein Hund muss im Bellen, im Rennen bellen, wa? Na, jetzt ist er liegen geblieben. Hattest du mir nicht ein Fragezeichen gezeigt, Hund? Na, ist egal. Ist, glaube ich, ein Blondie, ne? Kann das sein? Der ist so hell. Ja, das ist so Teddy-farbend. Mhm. Meine Oma hatte früher so einen großen Teddy. Der hatte auch so eine Farbe. Ey, ich hab den zweimal getroffen. Einmal auf 169 und einmal auf 175. Verletzungszeit 3 Minuten. Aber dafür ist er gar nicht so weit gekommen, ne? Ja. Oder ist die Rollzeit da mit drin? 16er. War aber auch ein Weibchen. Errungenschaft freigeschaltet. Dein erster Bär? Her? Nee, kann ja nicht. Oder dein 5. oder dein 25. Irgendwas mit der Waffe war da eingeblendet. Hab jetzt nicht so schnell geguckt. Dass ich, du hattest doch, oder hast du auch drauf geschossen? Ist ja dir zugeschrieben worden? Nicht, dass ich wüsste, aber bei mir wurde nichts eingeblendet. Mit was für einer Waffe hast du da geschossen? Der 7mm. Ja, ich glaube, ich habe was aufgenommen, was dir gehört. Und da haben die mir den... Und die Waffe, die kriege ich jetzt wieder. Eine Waffe, die ich ganz bestimmt nicht... Ah, ne, 7mm habe ich auch, ja. Ich habe doch mit der 300er geschossen. Also kann ja gar nicht mit... Muss deiner gewesen sein. Wir werden es nachher ja sehen, wenn wir die Jagd beenden. Kann ich mir auch nicht denken. Ich treffe nicht auf 169 und dann gleich noch wieder auf 175. Ich muss jeden Schuss nachladen. Das kannst nur du gewesen sein. Das ist allerdings nicht, dass ich den die 7mm müsste dann 500 glaube ich auch nicht. Warte mal, können wir nachher an der Uhrzeit sehen. Kurz vor 11. Kurz nach 11. Ja, da sehen wir ja nachher in unserem Profil. Ja. Ja genau, darum gucke ich auf die Zeit. Da muss ich ja um diese Zeit, ich muss um 22.57 Uhr, ne, 57 sage ich, 47 irgendwie einen Abschuss haben dann vom Bären. War da noch ein Bär? Nee, ne? Nee. Ja, der eine musste noch rumrennen, der dich platt gemacht hat. So. Mal wieder gucken, was haben wir denn für Abschüsse? Beide 4 Abschüsse, scheiße, daran kann man es nicht sehen.
beide 6 Gesichter, also ehrlich. Mein höchster CSS 11, das läuft ja überhaupt, das ist ja... Heute bin ich gnadenlos unterlegen. Sam 20 und du 134. Wetten, der Bär ist deiner? Moment. Da wette ich drauf. Nein, ist deiner. Drück doch mal Enter. Ach so, oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Ja. W, ich hab's immer mit meinen Wies. Etta, achso, beim Gehen, ja, klug. Fett drück und dann W drücken. Muss ich aber wieder aufholen, ich tüdel schon wieder hinterher. Ich krieg mal Oberschenkel wie Eisschnellläufer, du, wenn man hier so. Meinst du? Zivilisation, ein Kiesweg. Mit einem Ameisenhaufen drauf. Und ein Bär, der schreit. Hab ich nicht gehört. Geradeaus. Jetzt habe ich ihn auch. Weibchen? Du, vielleicht ist das ja. Hör auf, die hat dann miese Laune. Ja, eben, oder? macht doch mehr Spaß. Weil in die Richtung ist er ja auch geflüchtet, oder ist sie ja auch geflüchtet. Also, kommt das hin. Du darfst vorgehen. Tu ich doch schon. Ich habe keine Mohlbinden mehr. Aber ich... 9-mal kann ich dich noch verarzen. Oh, neues Paket. Jo. Ah, das ist ja Regen. Ja, aber den Bären, den knöpfen wir uns im nächsten Teil vor. Würde ich mal sagen. Ne? Okay. Ja, bis dann. Winke. Tschüss.